Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem Video mit eurem Girl Sascha. Ja. Und das Internet ist voll mit Pärchen. Beispielsweise das hinter mir. Frauen, die ihre Männer anhimmeln, Männer, die ihren Frauen Geschenke machen, Hochzeit, Nachwuchs und selbst Scheidungen finden sich im Internet. Doch es geht heute nicht um Couple Goals, das könnt ihr zumindest in einem anderen Video von mir sehen, sondern es geht um toxische Beziehungen, zumindest Anzeichen dieser und warum sie so gefährlich sind für das breite Publikum. Und das alles heute live am Sonntag um 18 Uhr. Zuallererst aber, was ist eine toxische Beziehung? Auf YouTube kursieren viele Videos dazu. Meist sind die betroffenen Frauen, die ihre Erfahrungen dazu berichten. Laut der AOK versteht man darunter eine giftige Beziehung. Ich weiß, ihr könnt das Wort toxisch nicht mehr hören, aber ich finde es Bombe. Eine giftige Beziehung, welche sich durch verschiedene Formen äußern kann. Neben physischer Gewalt kommt auch oft psychische Gewalt dazu. Meistens durch Manipulation, Kontrolle, Demütigung und so weiter und so fort. Das Verhalten wird nicht am Anfang ersichtlich, sondern kommt mit der Zeit an die Oberfläche, äußert sich beispielsweise durch durchgehende Kritik, extreme Eifersucht, Abschottung und Isolierung der Person. Und das sind nur wenige Beispiele dessen, wie eine giftige Beziehung aussehen kann. Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass toxische Beziehungen nicht immer auf romantischer Ebene stattfinden müssen. Es gibt ein toxisches Arbeitsverhältnis, toxische Familienbeziehungen. Ich bin Amelie und ich frage mich, wie kann man eigentlich eine toxische Beziehung zu den eigenen Eltern überwinden? Auch in der Freundschaft kann eine giftige Beziehung stattfinden. Laut der Times, überall dort, wo es Wettbewerb oder Konflikte gibt und wo jemand versucht, den anderen zu untergraben oder es ein Mangel an Zusammenhalt herrscht. Doch was ist der Unterschied zwischen schwierigen Zeiten in einer Beziehung und einer wirklich ungesunden Beziehung? Auch wenn Couple Goals im Internet oft was anderes vermitteln, sind Streitereien in einer Beziehung etwas vollkommen Natürliches und sie werden auch oft als Chance genutzt, um Missverständnisse in Beziehung aufzuarbeiten und zu ändern. Manche streiten nie, manche streiten regelmäßig, beispielsweise meine Nachbarn über mir streiten sehr oft. Ich muss es sehr oft anhören, macht keinen Spaß beim Aufnehmen beispielsweise. Während also Up and Downs natürlich sind in einer Beziehung, überwiegen in einer ungesunden Beziehung die negativen Aspekte. Ein Auf und Ab gibt es in jeder Beziehung, aber in toxischen Beziehungen ist das Auf so hoch und das Tief, so tief. Offensichtliche Zeichen sind jede Form von Gewalt, aber es fängt auch schon mit subtileren Dingen an. Anhaltendes Unglücklichsein. Negative Veränderungen in Bezug auf psychische Gesundheit. Dies kann sich widerspiegeln in dauerhaftem Stress, was auch körperliche Auswirkungen haben kann, wie beispielsweise: Du fühlst dich müde, erschöpft, du verlierst Vitalität, du hinterfragst dich oft, ob du gut genug bist. Andere Folgen können auch sein: Depression, Essstörungen, ein ständiges Gefühl des Unbehagens, die ständige Panik, verlassen zu werden. Und das ist nicht diese Verlustangst, sondern es ist wirklich die blanke Panik, verlassen zu werden, weil man nichts ohne diese Person ist. Ein weiteres subtiles Anzeichen für eine giftige Beziehung ist, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr offen mit seinem Partner reden zu können, ohne Ärger zu bekommen. Ich weiß, so als wäre das ein Elternteil, aber meistens ist es so in einer toxischen Beziehung, dass man Angst hat, irgendwas anzusprechen, weil man eben Angst davor hat, dass der Partner aggressiv reagiert und Dinge vielleicht auch missversteht und einem die Schuld gibt. Er meinte zu mir in der Schlussfolgerung, es ist meine Schuld, dass er keinen Job findet, weil er nicht motiviert genug dazu ist, weil ich nicht genug arbeite. Andere haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Freizeit mit jemand anderem als ihrem Partner verbringen. Man lebt praktisch für seinen Partner und hofft, dass man alles richtig macht. Es ging mir zu dem Zeitpunkt auch nicht so wirklich gut. Ich habe halt kaum geschlafen, hatte keine Zeit für mich und habe einfach nur versucht, meine Familie glücklich zu machen, ihn glücklich zu machen, Geld zu verdienen, nebenbei zu studieren und einfach irgendwie klarzukommen. Und ich werde einige Beispiele in diesem Video zeigen, die ich persönlich fragwürdig finde. Und falls jetzt hier irgendwelche Leute vorab sagen, hey, warum beurteilst du deren Beziehung? Menschen, die ihre Beziehung extrem öffentlich ausleben, von Menschen glorifiziert werden, als Vorbild genommen für perfekte Beziehungen, laden dazu ein, dass man ihre Beziehung beurteilt. Ich möchte also keine Beschwerden hören, ansonsten könnt ihr einfach direkt an dieser Stelle abschalten, wenn es euch nicht gefällt, dass andere Beziehungen beurteilt werden. Zu Anfang möchte ich Nova Lana Love, aka Farina, benennen. Für diejenigen, die sie nicht kennen, sie ist in den letzten Wochen durch die Medien gegeistert, denn sie wurde betrogen von ihrem Ehemann, einem DJ, DJ Rizzy. Mehrere Wochen später hat sie in einem Podcast diverse Sachen erzählt, die ich sehr, sehr interessant fand. Unter anderem, dass sie die Fremdgehbilder selbst geleakt hat, indem sie mit Fake-Profilen an Gossip-Seiten geschrieben hat. Also ich habe die Bilder verbreitet. Ich wusste, das wird an die Öffentlichkeit kommen. Ich wollte es nur beschleunigen und hinter mich bringen, weil ich nicht darauf warten wollte. Deswegen habe ich das einfach an die entsprechenden Seiten selber mit Fake-Profilen geschickt. Das musste sein.
für mich selber an allererster Stelle. Ja. Und so weil schlau, ich, das war einfach so ein Bratpfannen-Überzieh-Move für alle. Ja, und die Situation ownen. Ja. Erstens wurde sie betrogen. Sie hat nicht Kontrolle über eine Situation, die sie nicht beeinflusst hat. Zweitens hat sie die Bilder nicht selbst veröffentlicht, was sie mit ihrer Reichweite hätte tun können und sagen können, Leute, schaut mal, ich wurde betrogen und ich möchte dazu was sagen. Nein, sie hat mit Fake-Profilen an Gossip-Seiten die Bilder geschickt. Inwiefern ist das die Situation ownen und ein Bratpfannen-Move? Eine Eigenschaft, die man in einer toxischen Beziehung hat, ist, Sachen zu relativieren. Aber da hängt noch mehr dran. Es sind andere 90% auch nicht scheiße. Es ist dieses eine Problem, was wir haben. Meistens hat man ja innerhalb einer toxischen Beziehung auch einige positive Erlebnisse. Ab wann rätst du denn, aufgrund von toxischen Erlebnissen die Beziehung aufzulösen? Ja, man hat immer positive Erlebnisse in einer toxischen Beziehung. Das ist das typische Zuckerbrot- und Peitsche-Spiel. Wenn es um Kleinigkeiten geht, kann ich diese Ansicht verstehen. Wenn beispielsweise es einem nicht gefällt, wie der Partner isst oder dass er schmatzt oder dass er vielleicht schnarcht, dann kann ich verstehen, wenn die positiven Aspekte überwiegen. Wenn es aber um die eine Regel geht in einer monogamen Beziehung, dass man ihm treu sein muss und wenn diese gebrochen wird, finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, ja, aber hey, wir haben doch voll viele positive Dinge, die überwiegen. Ich habe auch in dem Statement geschrieben, wenn mich jemand um eine Chance bittet, dann gebe ich die. Ich möchte nicht diejenige sein, die nicht alles versucht hat. Gerade jetzt, wo ein Kind im Spiel ist, eine Ehe, man hat sich ein Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten. Klar ist das ein bisschen einseitig, um ehrlich zu sein. Aber ich kenne, wie gesagt, auch diese andere Seite und weiß die sehr zu schätzen. Und mit jemand anderem hast du andere Probleme. Und bevor jetzt einige Leute schreiben, hey, Sascha, du kannst es nicht verstehen, sie ist verheiratet, sie haben ein Kind, sie haben sich ein Leben aufgebaut, so wie beispielsweise auch andere Kommentare auf Instagram, die besagen, ich werde keine Sekunde meines Lebens verstehen, wie sich hier andere Frauen im Namen von Empowerment rausnehmen, eine Frau zu verurteilen, die in einer unvorstellbar schwierigen Situation versucht hat, das zu machen, was ihr gut tut. Kommt mal runter von euren Höhenrössern. Girls, we all dated someone's crusty son. Ich kann verstehen, warum manche Leute es scheiße finden, dass man sich in Beziehungen einmischt und sagt, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Und das kommt vor allem daher, weil viele betroffene Frauen, als auch Männer, die Erfahrungen gemacht haben in einer toxischen Beziehung und man sieht, wie diese Person leidet, weil man genau dasselbe durchgemacht hat und es tut einem weh. Und es tut einem weh, wenn Menschen mit viel Reichweite das jungen Mädels, jungen Jungs vermitteln, dass man eben positive Dinge über einen Betrug stellen soll. Und man ist nicht auf einem hohen Ross, wenn man es schade findet, dass sie sich selbst erniedrigt, indem sie zu so einem Mann wieder zurückgeht. Denn nicht nur, dass sie sagt, hey, wir haben auch positive Aspekte, sondern sie relativiert sein Handeln. Es ist eine Probezeit, es ist eine Bewährung, wenn man so will. Und er gibt sich Mühe, er macht für seine Verhältnisse wirklich alles, was er kann, glaube ich. Mhm. Das heißt Therapie, natürlich zwischenmenschlich, er gibt sich sehr viel Mühe. Es ist nicht einfach, es ist eine Krankheit am Ende des Tages, psychische Abhängigkeit von Alkohol, ist nicht körperliche Abhängigkeit, aber in Verbindung mit seinem Job, ne, zu performen und auch ein Künstler zu sein auf eine Art und Weise, ist ja ein anderer Mensch als der Mensch, mit dem ich zusammenlebe. Das ist einmal DJ Jeezy und einmal Puya. Aber das verstehen die Leute natürlich nicht. Nein, die Leute verstehen es eben nicht, weil das sind eben Normalos. Wenn deren Männer sie betrunken in der Kneipe betrügen, dann ist es was anderes. Aber zum Glück gibt er sich Mühe, glaube ich. Und er gibt sich Mühe, er macht für seine Verhältnisse wirklich alles, was er kann, glaube ich. Natürlich kann ich verstehen, wenn man Aspekte wie Ehe, Kind und das erarbeitete Leben bis dahin als Rechtfertigung nimmt, um sich nicht von einem Mann zu trennen und ihm eine zweite Chance zu geben. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine schwierige Situation ist, vor allem weil Aspekte wie emotionale Abhängigkeit in das Thema mit reinspielen. Ein gutes Beispiel ist das Entscheidung lebende Paar, Gloria und Nicola. Oder so ein sehr, sehr schöner Reim. Sie wurden bekannt durch Temptation Island, wo er ein ausgiebiges Partyleben hatte und sie ihn von der Ferne gedemütigt und beleidigt hat. Ich sag immer, so hübsch wie er ist, so dumm ist er. Der hübscheste Mann, den ich je kennengelernt habe, aber der dümmste, den ich je kennengelernt habe. Nach der Sendung folgte die Trennung. Gerüchten zufolge haben sie sich angeblich für prominent getrennt, wo der psychische Terror nicht abgenommen hat und Zuschauer noch intensiver das Ungleichgewicht in ihrer Beziehung beobachten konnten. Du stellst mich Warum hier in jeder jetzt? Wie das ich Alter. Du kannst nicht jemanden null oder egal was man macht. Ich hab's gesagt, weil du keinen machen wolltest.
Sie relativiert ihre Aussagen und sagt, es gebe einen Grund, warum sie so ausrastet. Ein Mensch reagiert ja nicht ohne Grund einfach so. Es sind halt viele Sachen bis zu diesem Moment passiert, die mich einfach so empfindlich und so überreagieren haben lassen. Und natürlich stellt man sich die Frage, warum bleibt er bei einer Person, die ihn ständig demütigt und zum Weinen bringt? Wenn man Gloria glauben mag, könnte er doch einfach gehen. Er hätte jeden Moment die Wohnung verlassen können. Er hätte jeden Moment die Scheidung einreichen können. Er hätte jeden Moment seine Füße in die Hand nehmen können und davonlaufen. So. Hat er aber nicht. Er war ja so lange bei mir. Und da kann man ja dann auch mal herausschlussfolgern, dass es vielleicht nicht so mit mir ist. Und dass ich ja nicht durchweg bin, sondern dass ich natürlich auch meine guten Seiten habe. Weil Nico hat sich auch in mich verliebt. Ne? Ich meine, er hat sich ja nicht in mich verliebt, weil ich durchweg bin. Viele Betroffene von toxischen Beziehungen werden von ihrem Umfeld gefragt und fragen sich auch selbst, warum bin ich so lange geblieben, warum bin ich nicht einfach gegangen. Dass ich das mit mir machen lassen habe, dass ich es so weit kommen lassen habe, dass ich das nicht früher abgebrochen habe. Selbst wenn ich das so durch mein logisches Denken weiß, dass es nicht meine Schuld war, es ist einfach so tief in mich eingebrannt, weil er mir immer das Gefühl gegeben hat, dass es meine Schuld war, dass ich das immer noch irgendwo glaube. Emotionale Abhängigkeit darf man nicht mit Liebe verwechseln. Oftmals ist es einfach so, dass dir der Partner einredet, dass du nichts ohne ihn bist. Auch das ist, was ich später gelernt habe, was in solchen Beziehungen passiert, dass man irgendwann in so eine Grundabhängigkeit verfällt. Also ich hatte irgendwie wirklich das Gefühl, ich brauche diesen Menschen und ohne ihn komme ich nicht klar. Du fängst an, dir weniger zuzutrauen. Du glaubst, niemand kann dich so lieben wie er, denn irgendwie bist du ja schrecklich, denn sonst wäre ja dein Partner nicht ständig böse auf dich. Was ist denn eigentlich emotionaler fragt auch Caro S. Der dich erniedrigt, in Wort, auch vielleicht in körperlicher Gewalt. Heißt aber nicht, wenn du keine Schläge kassierst, dass du nicht emotional wirst. Freunde sind genervt, weil du ihnen ständig dasselbe erklärst und sie dir nur den Rat geben können, sich zu trennen. Aber sie verstehen dich nicht, denn niemand wird eure Beziehung und eure starke Liebe verstehen. Alles, was gegen ihn gesagt worden ist, habe ich überhaupt nicht an mich rangelassen. Und so schottet man sich immer mehr ab und kommt in einen sehr gefährlichen Kreislauf. Und trotz des Schmerzes sagt Nicola selbst, dass er nie Schluss gemacht hätte, sondern eben Gloria diejenige war, die Schluss gemacht hat. Egal wie viel das alles verlaufen war, alles toll war. Ich konnte mit ihr nicht Schluss machen. Es wird oftmals Betroffenen die Schuld gegeben, warum sie es haben so lange mit sich machen lassen. Und oftmals geben sich Betroffene selbst die Schuld dafür. Warum machst du das mit? Ach, du bist ja selbst schuld. Was sagen Sie als Expertin denn zu so einer Sichtweise? Warum man so schwer aus der Beziehung rauskommt, hat viele Gründe. Einer ist ganz sicher der, dass auch der narzisstische Partner mitunter ausgesprochen liebevoll und nett sein kann. Und dann kommt immer wieder die Erinnerung dran nach dem Motto, ach, er ist ja auch so nett und jetzt ist er zwar für mich entwertend und böse, aber ich liebe ihn ja doch. Und man hat so das Gefühl, man kommt von dem Menschen nicht weg, weil es ja mal so schön war und auch immer wieder schön sein kann. Ist auch toll, weil nicht alles ist oder war schlecht. Ja. So, und das habe ich natürlich dann auch gemerkt, recht relativ schnell. Aber man darf eben nicht vergessen, dass Instrumente wie Manipulation in einer ungesunden Beziehung eingesetzt werden. Vor allem ist es einfach so, dass in einer toxischen Beziehung der Charakter eines Menschen enorm gebrochen wird. Und das ist eben problematisch, wenn ungesunde Beziehungen oder Aspekte relativiert oder gut geredet werden. Man hat sich ein Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten. Schau mal, die steckt auch in dieser Situation und die versuchen es auch weiter. Man muss den Leuten eine zweite Chance geben, oder? Und natürlich darf man Aussagen von öffentlichen Personen aufgreifen und kritisieren, vor allem, weil man sich so ein Bratpfannen-Überziehmove, wie sie es betitelt hat, selbst gewünscht hätte in seiner vergangenen Beziehung. Werte im Internet, die Leute freiwillig oder auch unfreiwillig verinnerlichen. Couple Goals, die Millionen von Menschen erreichen und toxische Menschen in ihrem Dasein verstärken. So meiner Meinung nach die Jindawis. Ein junges Ehepaar, was von vielen als das Traumpaar schlechthin manifestiert wird. Er lebt für sie, sie lebt für ihn. Die Blicke, die Geschenke, der perfekte Nachwuchs. Und wer sie hatet, ist doch nur neidisch, denn die kann man ja nicht ernst nehmen, die Leute. Doch welche Werte vermitteln sie uns? Nada, ein Mann, der seine Frau bedeckt halten will. Zumindest nein, er liebt einfach nur Luisas Style. Luisa bedeckt sich ja schon so, ne? Sie zeigt halt nicht so viel wie andere vielleicht. Aber ich finde ihren Stil richtig schön. Und zu Hause von mir aus kann sie rumrennen, wie sie will. Aber draußen? Mein Vater hat immer gesagt, willst du, dass man über deine Frau sagt, geil? Oder willst du, dass man sagt, mashallah? Aber zum Glück diskutiert sie ja auch nicht. Will Luisa Bikini tragen oder nicht? Ihr wollt es direkt so darstellen, ja, du erlaubst ihr das nicht. Will sie das oder nicht?
Gott sei Dank, wir kommen nicht in die Situation, dass man sich gegenseitig was verbieten muss, weil wir dieselben Ansichten haben. Und mal ehrlich, wer ist schuld, wenn Frauen angeglotzt werden, die vielleicht eine kurze Hose tragen und ein bisschen Schulter zeigen? Natürlich die Frau, ist doch logisch, oder? Und ja, dass auch niemand diesen Körper anschauen darf, außer ihm. Aber wir haben auch so lange darüber gesprochen, dass ich immer irgendwie am Ende des Tages das Gefühl hatte, dass er ja recht hat mit dem, was er sagt. Weil er so lange auf mich eingeredet hat, bis ich dachte, okay, er hat ja einen Punkt. Aber wie schaffen sie es, dass ihre Beziehung so gut läuft? Ich finde, Leute, wenn ihr euch streitet, ihr dürft einfach nicht so viel von dem anderen erwarten. Wenn ihr keine Erwartungen habt, dann kommt es auch nicht zu Streit. Hört einfach auf, so viel von dem anderen zu erwarten. Packt euch an eure eigene Nase. Das ist so toxisch. Ich fühle mich ein paar Jahrzehnte zurückkatapultiert. Und wenn sie mal aus der Reihe tanzt, dann greift er ein. Wenn ich merke, sie tanzt aus der Reihe so, das tut uns nicht gut, dann sage ich ihr, tanz mal gerade, tanz mal nicht links und rechts. Ansonsten kann sie tanzen, wie sie will, solange sie glücklich ist. Oder? Ja, also du hast schon für mich beantwortet jetzt. Und zum Glück sagt Nada auch Luisa immer, was sie falsch macht, denn dann muss sie auch gar nicht mehr selbst drüber nachdenken. Ja, ich sage manchmal Sachen, die ich nicht so meine und die falsch rüberkommen. Nada erklärt mir dann einfach meistens, was ich falsch gesagt habe in dem Sinne. Und ja, dann entschuldige ich mich dafür. Und was mag Nada an Luisa am liebsten? Dein Benehmen. Du schämst dich. Ich mag es, wenn du dich schämst. Das ist auch meine Lieblingscharaktereigenschaft tatsächlich. Ja. Während sie solche Aspekte wie Geduld aufzählt. Ich liebe am meisten an dir, dass du so geduldig bist. Reduziert er sie auf ihre Funktion im Haushalt. Viele Sachen, ne? Du kochst gut. Du bist eine gute Hausfrau. Du bist aber auch sehr attraktiv so. Und zum Glück ist Luisa so glücklich, sie weint fast vor Glück. Luisa hat sich voll verändert, seitdem sie mit Nada zusammen ist. Ja, habe ich. Aber so glücklich wie jetzt war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich schwöre, ich stehe jeden Morgen auf und ich bin so krass dankbar. Das freut mich so sehr, dass das die Couple Goals unserer Zeit sind. Durch solche Bilder, Videos und Aussagen glauben Jugendliche, dass das die Standards sind für eine glückliche Beziehung. Sie glorifizieren Eifersucht und finden es bewundernswert, wenn der Mann die Frau beschützt, indem sie die gleiche Meinung teilen zum Kleidungsstil. Das mag für manche funktionieren, ist aber meiner Meinung nach so verkorkst, dass mir praktisch mein ganzes Herz zerspringt, wenn ich sowas höre. Eine Frau, die lieber ihren Mann reden lässt, sich lieber erklären lässt von ihm, was sie falsch macht, die sich nie mit ihm streiten wird, wenn sie sich zu knapp anzieht, weil sie ja sowieso dieselbe Meinung haben. Und wenn ihr auch keine Erwartungen an euren Partner habt, dann werdet ihr mit Sicherheit auch so eine glückliche Beziehung führen wie diese beiden hier. Und wenn ich all diese Bilder sehe und höre, dann könnte ich wirklich einfach losweinen, weil es mir persönlich einfach wehtut, dass sich Millionen von Leuten solche Personen als Vorbilder nehmen. Vielleicht unfreiwillig wie Gloria und Nicola, vielleicht auch bewusst wie die Jindawis, die mit ihrer Beziehung Millionen von Klicks erreichen. Im Internet ist es eben schwer auseinanderzuhalten, wer lebt die perfekte Beziehung nur vor und wer hat sie wirklich. Werte aus dem Internet von unseren Vorbildern der Zeit können Millionen von Menschen prägen und deshalb ist es super wichtig, diese zu beleuchten, auseinander zu fummeln und zu fragen, was wird hier eigentlich gesagt und wie gesund ist das eigentlich? Natürlich können diese Personen sagen, hey, es sind unsere Beziehungstipps, für uns funktioniert das so und deswegen ist das in Ordnung. Aber ich sehe so viele Menschen im Internet, die sagen, wow, ich will auch so eine Beziehung, ich finde das so toll, bla bla bla. Und gleichzeitig höre ich solche Sachen, die ich so unglaublich gruselig finde. Und das ist unglaublich gefährlich, weil eine neue Generation an Beziehungen heranwächst, die sagen, hey, bei denen funktioniert das. Und ganz ehrlich, ja, eine Perle muss sich bedeckt halten, weil wo kämen wir denn hin, wenn ein Typ über eine fremde Frau sagen würde, Body's geil? Ich meine, kann sich die Frau nicht einfach mal ein bisschen mehr anziehen? Und wenn das für die Person funktioniert, fein. Aber ich wollte einfach nur das mal wirklich gerne besprechen und sagen, ich finde diese Aussagen komisch, ich finde die toxisch und ich finde, das ist keine gesunde Beziehung. Und in meinen Augen funktionieren gesunde Beziehungen anders. Eine gute Beziehung funktioniert auf Augenhöhe, wo man auch Erwartungen an seinen Partner haben darf, nur weil man keine Lust auf Streit hat. Und natürlich ist das meine Meinung, aber ich finde es einfach wichtig, Vorbilder im Internet zu hinterfragen. Und natürlich würde ich auch gerne eure Meinung dazu wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, damit wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr wiedersehen. Ciao!